Ich habe gesagt, dass wir sehr professionell und auch freundschaftlich miteinander arbeiten und dass ich natürlich um meine Positionen kämpfe und dass jeder um seine Position kämpft, auch in Diskussionen und in inhaltlichen Diskussionen. Ich kenne es nicht anders, ja, und dass da nach 1,5 Jahren auch immer noch ein Prozess des Kennenlernens stattfindet, halte ich für völlig normal. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich wohlfühle, hier im Club zu sein, hier Trainer zu sein und es mir großen Spaß macht, jeden Tag hier nach Brackel zu fahren, mit meiner Mannschaft zu trainieren. Das ist ein Transfer, der dem Verein eine unglaubliche langfristige Planungssicherheit auch bietet. Ein hochtalentierter junger Spieler. Es gibt Transfers von jetzt zum Beispiel bei Alex Isak, wo natürlich das Scouting und Michael Zorc die große Vorarbeit leisten. Das heißt, Vorarbeit einfach mal den Spieler auch kennen und auf dem Schirm haben, weil ich den Spieler nicht gekannt habe. Und deshalb kommt dort eigentlich meine Person oder ich komme dort dann sehr spät einfach erst zum Tragen. Das ist aber ein ganz normaler Vorgang. Der Deal war insgesamt, glaube ich, sehr kurzfristig und Alex war, glaube ich, meines Kenntnisstands sehr weit mit Real Madrid. Und die Türe ist, das ist mein Kenntnisstand, sehr spät für uns aufgegangen und musste deshalb sehr schnell entschieden worden. Deshalb war der Informationsfluss dann auch sehr kurzfristig, aber ich kannte den auf jeden Fall im Laufe der letzten Woche.